So sah es in einer Dorfschule aus. So wohnte eine Bauernfamilie. Und so arbeiteten der Stellmacher und der Schmied. Mehr als 2000 Exponate umfasst das Heimat- und Bauernmuseum Mülverstedt. Hierfür wurde eine Gutsscheune umgebaut. Gebrauchsgegenstände aus Land- und Forstwirtschaft und Handwerk, Fotos und Schriftstücke als Zeitdokumente geben Auskunft über früheres dörfliches Leben. Die Fahrzeuge stammen aus einer Zeit, als der Begriff Pferdestärken durchaus noch wörtlich genommen werden durfte. Noch nicht so alt, aber ebenfalls bereits Geschichte. Alltagstypisches aus der DDR in der Ostalgie-Ausstellung.